Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 auf der Karte Nordfriesischen Marsch mit dem Chris LP. Wir machen weiter hier. In der letzten Folge haben wir unsere Großmission ja beendet. Und ja, wir haben hier die nächste Mission angenommen für Spritzen. Können wir auf jeden Fall noch machen. Das ist keine so schlechte Sache. Ist eine relativ kleinere Geschichte, sagen wir es mal so. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, wir generieren hier den Kurs. Ja, lassen zweimal außen rum fahren. Das ist ja auch eigentlich, kriegt er das ja auch ohne Probleme mit einer Bahn, Vorgewendebahn hin. Aber gut, soll er einmal außen rum düsen. Und ja, dann sollten wir gleich mal gucken. Der Düngerfahrer ist fertig geworden, das hatte ich gesehen. Das kriegen wir dann auch auf jeden Fall hin. Und was richtig geil ist, oder was richtig gut ist sogar, es kam eine neue Mission rein und ihr seht es, Feld 78 Düngen, 155.000 würden wir da kriegen. Das wäre halt nochmal ein richtiger Schub. Da müssen wir uns gleich mal überlegen, ob wir die Mission nicht annehmen. Was wir als allererstes machen, ist die Wiese kaufen. 233.000 kostet die. Ich würde sagen, die kaufen wir. Dann haben wir auch endlich eine schöne große Wiese bei uns. Nochmal. Das passt auf jeden Fall. So. Wie ist da der Feldzustand? Wir machen Gras mal an. Gucken. Sie ist erntereif. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Wir gucken gleich mal hier weiter. Gedüngt ist halt natürlich gar nichts. Okay, gut. Das können wir aber ändern. Das ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, schicken wir da auch gleich einen Fahrer hin. Welchen nehmen wir da denn? Ich würde sagen, den hier. Den Frontlader direkt hier weg. Und dann soll der da oben auf jeden Fall mal mähen gehen. Der kann das ja eben machen. Dann machen wir da von Silageballen. Hätte ich gesagt. Nochmal eine Runde Silageballen. Die können dann auch vor sich hingehen. Das passt. Oder wir überlegen uns halt mal ein Fahrsilo auf den Hof zu stellen und wir hauen das ins Fahrsilo. Beziehungsweise wäre auch eine andere Überlegung, ob wir mal gucken, ob ich einen Mod finde als Schnellfermenter. Das wäre halt auch noch so eine Geschichte, dass man Schnellfermenter hier herstellen, wo man Gras reinschmeißt und Silage kommt raus und wir fahren es dann weg. Das will ich aber dann mal gucken. Ja, genau, das will ich mal gucken, weil KI meint Rambo mit mir zu spielen. Ach, ich liebe es, diese KI, die macht mich wahnsinnig. Also eine Sache, was mich richtig, richtig derbe macht, muss ich wirklich sagen, ist diese KI hier. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, warum man die KI nicht mal irgendwann besser eingestellt kriegt, sogar im ETS warten sie mal, also ich weiß es nicht. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr nervige Sache, muss man wirklich sagen. So, wir klappen das beides aus. Haben dann eine Arbeitsbreite von 1 Horizont-Vertikal ist das, okay. Ja, wir müssen aber oh yeah, das wird interessant. Was hat das Heckmähwerk denn an Arbeitsbreite? Das sollte man eben rausfinden. 360. Ja, dann machen wir das mal. Ja, machen wir mal 3,5. Kurs.
Das ist dann hier die Wiese. Wir stellen die mal 3 sind 7, ja. Lassen wir mal auf 6,7 Meter. Die machen 3 Vorgewendebahnen. Ja, ich bin mal gespannt, was das ergibt hier. Wir gucken mal. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir probieren das gleich mal aus. Ich weiß nicht, was gleich passieren wird. Wir gucken mal, weil ich ja diesen Versatz drinnen habe. Aha, gut. Dann nehmen wir den mal eben raus. Ja, das Ding ist, es wird ja, wie stellt man einen Versatz ein? Falls ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, wenn ich das mache, dann ist das noch eine ewige Frieglerei. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir gucken mal, wo er demnächst hängt. Ob er jetzt schon hier vorne in den Bäumen hängt oder ob er es noch weiter schafft. Ich bin sehr gespannt. Gut, wir gucken. Gut, diese Geschichte ist erledigt. So, das ist eingeklappt, sehr schön. Dann fahren wir mal mit dir Richtung Bahnhof. Machen den einmal voll und fahren dann Richtung Feld 78, wo wir gerade spritzen waren. Ich möchte das wirklich ausprobieren mit dem Düngen. Ich will diese Mission machen, weil ich denke, diese Mission wird uns doch das ein oder andere ermöglichen dann. Wenn wir jetzt nochmal sagen, ein bisschen Geld wird weggehen, klar. Und wenn wir dann sagen, komm, wir kriegen 140.000 bei Raum, dann sind wir wieder bei 140.000, das ist schon mal ordentlich. Dann können wir uns auf jeden Fall auch ein paar Maschinen leisten. Dann ist aber auf jeden Fall die Sache, welche Maschinen, aber ich tendiere dann Richtung Ballenwagen auch, weil, ja, ist eine wichtige Sache. Gut. Einmal Dünger voll. Das, klar, das kostet jetzt auch. Ich denke, wir werden auch in den Minus gehen. Das war so schon fast gedacht. So, dann gehen wir mal die Mission nochmal ab. Ja, der Dünger kostet halt, ne? Also das muss man schon wirklich sagen. Also es waren jetzt 6.000. Der frisst mir hier gerade nochmal 12.000 weg, also sind wir mit unseren 140.000 sogar mehr hier. So, das sind jetzt 12, sind 6, sind 18.500. Laut Liste brauchen wir knapp 20.000 Liter, also nochmal 6.000. Sind wir auch nochmal rund about 8.000 Euro, das sind wir bei 26. Sagen wir mal 130, 125.000. Das ist auch noch voll in Ordnung. Ist ja nur Düngen, sag ich mal. Werden wir auf jeden Fall gucken. Ich bin gespannt, was wir rauskriegen. Ich mache jetzt hier eben diesen hier, zack. Gut. Sammeln wir jetzt schon Ballen ein oder warten wir? Weil du bist hier, Mähen ist erledigt, okay. Das ist gut, die stellen wir mal an die Seite. Oh yeah. Der ist gut dabei hier. Bin gespannt, wie das dann mit den Bahnen läuft, aber gut, wir gucken mal. Du stehst hier.
Haben wir keinen anderen Schlepper mehr? Na gut, dann nehmen wir den. Gut, dann nehmen wir den. Hängen an den, den Schwader. Und fahren Schwader an. Sag mal so, wir kriegen gleich die Mission fürs Dings gleich rein, fürs Spritzen. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Geld. Der dröhnt auf jeden Fall. Klar, neuer Schlepper wird auch noch so eine Sache sein. Wir werden auf jeden Fall einen dritten Schlepper brauchen. Müssen wir echt mal gucken, was wir da machen. Das könnten wir machen. Oder sammeln wir schon mal eine Runde bei. Genau, erstmal machen wir diese Geschichte hier. Ja genau, die Mission müssen wir erstmal annehmen. Klar, die bringt nochmal 30.000, das ist schon mal ein gutes Ende. Vielleicht stellen wir dann das Spritzen auch ein. Klar, wir können uns hier noch dumm und dusselig spritzen, glaube ich. Also Vertrag akzeptieren, zack. Ein Kurs. Ja. Wir brauchen die Feldposition hier. Wir generieren. Du machst mal zwei Vorgewände. Zack. Sollte eigentlich funktionieren. Dauert ein bisschen. Es ist ja auch ein ordentliches Feld. Sind 90 Hektar oder was? Ja. Dann kann der hier eigentlich lang rodeln. Klar, das wird noch mal ein Stück länger dauern als das Spritzen. Klar, wir müssen nicht so oft nachfüllen. Das sollte man auch bedenken. Na gut, dann soll der hier machen. Dann sammeln wir hier eine Runde Ballen, dass wir die Ballen gleich mal wegkriegen, weil die müssen ja auch wieder alle zur BGA hoch. Deswegen, wir machen hier auch das Vorgewande eben mal ein bisschen weg. Zack, du hörst auf. Haben wir nochmal eine Mission, wo kleiner ist mit Spritzen? 57, 6 Hektar. 10 Hektar, okay. 57 wäre Herbizid 1,7. Guck, dann wäre die fast leer. Wir machen die 57. Elf sind 6 Hektar. Ja, komm. Wo ist die 57? Müsste ja dann... wo ist die 57? Hier drüben irgendwo sein. Ei, da unten. Okay, na gut, da kann ja dann so hin, dahin düdeln. Sollte eigentlich machbar sein. Nur wir müssen hier den Feldausgang wieder finden. Ich fahre jetzt mal den Punkt nach, dann müsste eigentlich da vorne... Ah ja, da vorne ist ein Bahnübergang oder ein Übergang überhaupt. Zack, dann fahren wir zur 57, das ist eigentlich ein kleines, schönes Feld. Zack, düster uns eben hin. Wir nehmen das an, zack. Dann können wir uns nämlich auch...
Mein Plan ist, wir machen jetzt eine Tour Ballen voll. Und dann sollte ja eigentlich entweder gespritzt sein gleich oder irgendwas anderes fertig sein. Denn dann hole ich nämlich den großen Wagen. Dann können wir auch ein paar mehr Ballen fahren. Das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann fahren wir die Ballen nämlich mit unserem. Normalerweise müsste das klappen, weil wir fahren ja mit dem Traktor jetzt auch von uns. Weil dann kriegen wir auch mehr hier weg. Weil wir haben ja auch noch unsere Flächen, wo wir Ballen haben. Klar, die müssen dann erstmal lagern. Aha. Das ist mir bewusst, aber wir wollen ja auch ein bisschen was wegkriegen hier. Ne? Also. Oh ja, dann müssen wir unsere Wiese auch pflügen wahrscheinlich ansehen. Das vermute ich mal so, dass das kommen wird. Klar, wir können doch mit dem fahren, so viele sind es nun auch nicht. Ich denke mal, wenn man statt zweimal fährt, einmal fährt. Vielleicht kommt derweil dann nochmal eine andere Mission fürs Grasmähen. Wir haben noch Feld 10 offen. Ist so eine Sache, weiß ich nicht. Bin mit Feld 10 noch nicht so Freund geworden, weil es da ja mal Probleme gab. Nicht, dass uns da unter die Räder haut. Ich denke, wir werden das Ganze dann zurückgeben. Wir kriegen da ja auch einiges an Geld. Ne? Also wir können Feld 61 abschließen. Wir können Feld 30 abschließen. Also das sollte eigentlich in der nächsten Folge doch rumpeln nochmal mit dem Geld. Zack. Gut, wir wissen ja jetzt auch, dass wir die Ballen näher an dem Bunker abgeben müssen. Dann passt das nämlich auch. Dann werden die auch automatisch angenommen. Zack. Zwei noch. Dann ist auf jeden Fall hier das Vorgewinde auch weg. Zack. Und los. Einklappen. Wir müssen raus hier links gleich, dann rechts. Okay, ja gut. Wir kommen da irgendwie an. Das wird. Komm mal. Erstmal den Ausfahrt hier finden. Das ist auf jeden Fall ein Riesengelände hier. Ich denke, hier kann man auch. Haben wir die jetzt verpasst? Oh lol. Das darf auch keiner sehen. Oh Gott. Guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, Sonnenschein. So, aber jetzt. Gucken, ob hier irgendwo so ein Rambo-Fahrer wieder unterwegs ist, aber ich meine nicht. Und dann heißt es auf jeden Fall Vollgas. Da kommt unsere Spritze auch gefahren, die muss ja auch da hinten runter. Ja, klappt das? Ja, das klappt sehr schön, wunderbar. Ziemlich breit dieses Teil, das muss man wirklich sagen. Irgendwann werden wir auch so eine Spritze selber haben. Das ist halt die Sache, ob man gleich auf sowas hinspart oder ob man sagt so, hey yo, wir holen erstmal noch eine dazwischen. Eine Anhängerspritze sozusagen, das wird auf jeden Fall kommen. Und mit der Spritze, die wir jetzt haben, das ist ja, weiß ich nicht. Damit kann es ja kein Weltkrieg gewinnen. Das muss man ja wirklich sagen. Damit kannst du ja keinen Weltkrieg gewinnen. Das ist ja. Wenn die da mit 25 km/h drüber donnert, fährt unsere mit 12 km/h drüber. Hm. Nee, deswegen.
werden wir gucken, dass wir auf jeden Fall eine vernünftige Spritze kriegen. So, biegst hier ab, sehr schön, dann können wir Knallgas geben. Weil die BGA ist auch vor uns. Wir gucken auch gleich nochmal, ob es die richtige BGA ist, aber eigentlich, ja. Eigentlich ist das die BGA hier. Gut, wir gucken Medienballenpressen, das ist die BGA. BGA heißt für mich, das müsste die hier unten sein. BGA, das müsste die sein, weil die andere BGA war jetzt nicht angedingst. So, wir fahren nochmal ein bisschen so hin und dann müsste eigentlich flupp flupp machen und die Ballen müssten weggehen. Genau, sehr schön, wunderbar. So wünsche ich mir das. Dann gibt das jetzt eine Ladung für die Mission. Rupp, zack. Tschüss, wunderbar. Ladefläche senken. Jo, ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!